Hallo und herzlich willkommen zurück im Herausforderungsgrab. Wir werden uns jetzt der Herausforderung stellen. Obsidianklingen sind nie stumpf. Oh je. Ja, großartig. Vor allen Dingen Obsidianklingen zu bearbeiten ist auch nochmal eine extreme Schwierigkeit, ne? Auch schon mal gerade einen Schluck Wasser trinken. Sorry. Okay. Los kann's gehen. Das sieht alles nicht besonders ungefährlich aus hier. Oh. So. Wir ziehen einfach mal wahllos an irgendwelchen Hebeln oder drücken oder was auch immer. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Okay. Da schon mal nicht. Okay. Hier? Nein. Ja, wie soll denn das gehen? Das hier sieht doch auffällig aus. Ja. Okay, gut. Es kann nur schief gehen. Hier kommen bestimmt auch nachher diese Viecher oder so. Kann ich hier hoch? Nee, das sah so aus wie so ein Überhang. Okay, da unten blinkt was. Muss ich hier runterspringen, weil das da blinkt? Was blinkt denn hier? Oh, ernsthaft, dafür bin ich jetzt hier runtergesprungen? Muss ich jetzt noch von vorne anfangen? Okay. Scheiße, jetzt kommst du ja nie wieder hoch, ne? Nee, das ist falsch. Ja, wie kommst du denn jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Okay, da hält sie sich auch nicht fest. Ja, jetzt habe ich doof gemacht, ne? Würde ich behaupten. Gucken wir mal, was da ist. Ob wir da irgendwie... Ja, das sieht aus, als könnten wir da raus. Hier ist so ein bisschen ein Sog irgendwie. Hallo, Katze. Es dauert jetzt eine Weile, bis der Herr sich hier bequem gemacht hat. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, gut, dann ist in Ordnung. Dann können wir ja öfter mal fallen. So. Ja. Also hier runter war schon mal doof. Das hatten wir schon mal erfahren. Aber... Da ist so eine weiße Kante. Nein, festhalten. Ah. Das ist doof. Na gut. Okay, das wird noch öfter passieren. Aber wir sind ja relativ flink wieder draußen. Katze braucht eine Weile. Also er ist so ein kleiner Hippelsterz. Und deswegen braucht er erstmal 3 Stunden, bis er hier eine Variante gefunden hat, die ihm gefällt. Falls sie ihm gefällt, kann auch sein, dass er wieder geht. Ja, er geht wieder. Geh hoch. Geh doch hoch. Jetzt. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Also, drüber hüpfen. Drüber hüpfen. Ach, hier ist offen. Okay. Gut. Hätte ich das mal vorher gesehen. Hier weiter vielleicht? Nee. Also doch abseilen, ha? Dann seilen wir uns ab. Abseilen und schwingen. 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 Gut. Es wird nicht freundlicher. Im Gegenteil. So. Pfad der Schlacht. Oh Gott. Oh Gott, Timing. Ich hab doch keins. Ich habe nie Timing gehabt. Ich war nie ein Rapper, ich wollte nie einer sein. Ach du Scheiße. Oh, Gott. Nee, muss ich nicht. Ich muss wieder gehen. Warum erinnert mich das an Evil Within? Kann man denn hier hochklettern? Da nicht. Okay. Einmal Matschepuh. Irgendwo muss das doch bestimmt gehen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch so schwer nicht sein. Nein, das kann so schwer nicht sein. Ich sollte mich vielleicht erstmal umschauen. So. Hier ist ein Hebel. Keine Ahnung, was passiert, wenn man den benutzt. Nix. Okay. Hier ist ein Hebel. Muss das vielleicht richtig getimed sein? Ja, habe ich gemerkt. Okay, was haben wir hier? Ich schätze mal, das Wasser fließt so schnell, dass ich dort nicht rein darf. Und die Hebel bewirken derzeit noch nichts. Und ich muss irgendwie klettern. Und hier unten, das sieht auch nach nichts aus. Dann schauen wir mal. Irgendwas wird hier wohl zu tun sein. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Okay, hier an der Seite die Dinger werden angezeigt. Warum? Nein, ich war fast da. Okay. Nochmal. Nochmal. Nicht aufgeben. Das dreht sich aber auch mega schnell. Okay. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Jetzt könnte ich ja da runter, aber da ist dicht, ne? Oder? Oh, sowas liebe ich ja hier. Okay. Gut. Das ist schon mal Fortschritt. Die Totenarme sind jetzt verschränkt. Aber nur eine gewisse Zeit, oder? Das hier flutscht ja zurück. Geht das denn wieder auf? Jetzt muss ich aber gerade warten, ob das dann wieder runtergeht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wenn das wieder vorne angekommen ist. Das heißt, ob ich irgendwie schnell wieder irgendwo angekommen sein muss. Ja. Ich war zu langsam. Ja, aber wo muss ich denn hin? Okay. Dann nochmal. Jetzt hier dran ziehen, oder was? Oh Gott, okay. Jetzt die andere Seite. Wo muss ich denn dann jetzt hin? Einmal komplett runter. Ich muss wahrscheinlich darüber. Oh nee, das ist mir... Hier, der Abstand ist größer. Renn, Lara, renn, 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 renn. Oh, okay. So. Das kann nur schief gehen. Okay. Okay, Timing, 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 Timing. Ich bin nicht im Besitz von Timing. Nein. Hat das gereicht? Oh, okay. Ja, ich habe das ganze Ding zerstört. Moment, Moment, Moment. Hier sind überall Zacken. Das ist mir... Ich will nicht wieder ganz von vorne anfangen. Das ganze Teil leuchtet. Das hilft überhaupt nichts. Okay, aber... Okay, gut. Das mit den Zacken war mir jetzt so ein bisschen... Okay, aber hier können wir hoch. Sehr schön. Okay. Haben wir's. Und was können wir jetzt? Verschießen Sie bis zu 3 Pfeile ohne aus dem Pfeil... keine Ahnung. Na super, großartig. Das ist keine Fähigkeit, die ich irgendwie groß gebrauchen kann, glaube ich. So, jetzt wieder raus hier. Na, komm schon. Jetzt. Gut, aber zumindest haben wir das Grab geschafft. Und sogar in einer okayen Zeit. Oh Gott, ich bin einfach gesprungen ohne Sinn und Verstand. Mein Güte. Ich sollte sowas manchmal lassen. Gut. Jetzt haben wir aber wieder 2 Fähigkeitenpunkte. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder eine Fähigkeit freischalten können. Nein, nein, nein. Sie muss sich wieder zur Seite lehnen. Jetzt. Puh, das hätte auch anders ausgehen können. So. Gut, wir sind oben. Sind wir oben? Wo geht's hin? Hier hoch? Gut. Und jetzt? Jetzt stehen wir hier. Oh, irgendwie ist das so schwer zu sehen. Bin mal gespannt, wo wir jetzt gleich rauskommen. Und dann gucken wir uns mal noch um, was wir im Dschungel sonst noch für Möglichkeiten haben. Und ansonsten geht's zurück. Da, 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 ich war einen am Drücken. Scheiße. Na gut. Na gut, na gut, na gut, so ist das. Ladezeiten. Oh, da fängt man an zu gehen bei den Ladezeiten. So, geht auch anders. Gut. Fahrt der Schlacht, Herausforderungsgrab. Aber hier waren wir doch gerade. Gehen wir noch wieder raus, ne? Wir sind jetzt aus dem auf dem Rausweg. Ja, sind wir. Gut. Oder hätten wir jetzt nochmal von vorne angefangen müssen, weil wir gestürzt sind? Wahrscheinlich nicht. Weil das nochmal da stand. Das irritierte mich jetzt irgendwie ein bisschen. Diese weiten Wege. Ich weiß nicht, ob wir die geschafft hätten oder schaffen würden, wenn wir das nicht geskillt hätten, dass wir länger die Luft anhalten können. Wahrscheinlich nicht. So, und hoch mit uns. Super. So, wo geht's raus? Das ist jetzt die große Preisfrage. Aber irgendwie ist es schön hier. Also es ist echt toll gemacht. Die ganzen Details und die Blumen, die Pflanzen, die Tiere, die Gemälde, die Runen, Hieroglyphen, Schrägstrich, schieß mich tot, wie auch immer man das nennen möchte. So, jetzt gucken wir gerade mal auf die Map. Also dieses weiße Warzenschwein, das müsste noch hier sein. Ich schieße jetzt mal noch den Affen darunter. So. Oh, Gamerscore. Scharfschützin. 20 Kopftreffer mit dem Bogen erzielen. So. Seltsam. Überhaupt nicht angefressen. Jedes Tier könnte sich bedienen, aber keines hat es gewagt. Okay, was willst du mir damit sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was sie mir damit sagen möchte. Das muss der Nawal sein. Die mystische... Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Okay. Also bis auf das Albino-Wasserschwein haben wir hier eigentlich alles gemacht. Das heißt, wir können zurück. Also wie gesagt, das Albino-Wasserschwein, ich weiß jetzt nicht, ob wir das irgendwie hervorlocken müssen, was wir damit tun müssen im Prinzip. Das war ja die Geschichte, die man uns erzählt hat. Und das müsste ja hier sein. Also hier müssten wir jetzt genau, da stehen wir direkt davor. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was wir damit tun müssen. Von daher würde ich sagen, wir beschäftigen uns damit auch nicht großartig. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht hier irgendwo aus dem Busch schleicht oder was auch immer. Wir versuchen jetzt lieber hier wieder rauszukommen. Ich weiß noch nicht mehr, wo das ging, aber wir könnten einfach zu einem Basislager... Ah, da oben. Okay, wir drehen uns jetzt nach... links rüber und bleiben dann am Rand und dann gehen wir nach draußen. Hier, das müsste es sein, ne? Und dann sind wir wieder zurück, dann können wir den Bogen abgeben und haben auch schon wieder eine gute Ecke an Zeug fertig gemacht. So, haben wir hier ein Basislager in der Nähe, sonst, ach, das ist auch gar nicht so weit, ne? Laufen wir gerade. Vielleicht begegnet uns ein Lama, was wir noch nicht gestreichelt haben. Guten Tag. Was sind die alle so pinselottig, wenn man die mal ein bisschen berührt? Das ist ja furchtbar. Aber dank uns kann jetzt der neue König Etzli gekrönt werden. Das ist großartig. Ich bin so unglaublich stolz. Oh, und ich hätte jetzt auch so Lust, in hier so ein schönes Wasser zu springen. So eine tolle Lagune. Können wir es jetzt lesen? Oh, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Immer noch nicht. Meine Fresse. Du kannst auch gar nichts. So, ich nehme mal an, hier rüber. Oh, das Wasser ist echt super schön. Wo geht's raus? Ich hänge im Gestrüpp fest. Jetzt finde ich diese Höhle wieder nicht, ne? Ich kenne mich. Das war noch ein Stück höher. Naki Luki Tuki. Da ist er. Hui. Auf Anhieb. Zufällig, aber auf Anhieb. Perfekt. Okay. Dann sagen wir Ucho hieß er, glaube ich. Oder Chochu. Oder Oshu. Oder Osha. Hi, ich habe den Bogen. Bist du stolz auf mich? Das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal? Bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Ucho, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sayri, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Ucho. Zeremonie der Könige! Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sayri, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi! Ich präsentiere euch voller Stolz! Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sayri und euer König. So, wir haben neue Ausrüstung und Gamerscore. Yay. Sehr schön. Und lauter Fähigkeitenpunkte schon wieder. Wo ist unser Feuerchen? So. Nee, das war nicht unser Feuerchen. Da unten ist unser Feuerchen. Sehr schön. Dann verteilen wir gerade noch die Pünktchen. 3 Punkte haben wir. Das Ding haben wir freigeschaltet hier oben. So. Was war denn das hier? Setzen Sie ungepanzerte, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Ich kann halt nicht ausweichen und weichen. Lockfallen, Lockpfeile, Leuchtmunition. Nehmen wir mal Leuchtmunition, was soll's. So, okay. Okay, ja, das ist alles sehr, sehr unspektakulär. Aber das haben wir jetzt. Jetzt gucken wir gerade mal noch ins Inventar, weil da können wir natürlich auch wieder irgendetwas tun. So. Ah, hier können wir wieder ein paar Upgrades machen, sogar bei dem Gewehr, mit das wir ausgerüstet haben. Das ist großartig, denn dann machen wir das auch direkt mal. So, okay, super. Dann sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen. Halt die Klappe. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mehr Shadow.